Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Moment. Das ist doch das Startgebiet wieder, oder? Von ganz Anfang. Wir wurden in der letzten Folge eigentlich auf den Floß getan betäubt. Die Nährhaftigkeit des Fleisches. Wir sind wieder hier. Da oben müsste dann Fati sein. Wir sind wieder in Knirps, beziehungsweise. Warte mal, das ist ein anderes Haus. Oder, ne, das ist dasselbe Haus. Na, wenn das nicht mein kleiner Liebling ist. Na, wie geht's dir? Immer noch auf der Suche? Ja, Fati, und ich glaube, ich weiß nun endlich, wo ich es finden kann. Wirklich? Das fällt mir ehrlich gesagt schwer zu glauben. Aber du wirst schon wissen, was du tust. Komm, gehen wir rein. Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Oder sollte ich sagen, eine große? Kommt drauf an, wie man es sieht. Der sieht jetzt verbrannter aus als beim ersten Mal. Selbe Traum, nur diesmal wissen wir, wonach wir suchen. Ta-da-da, ta-da. Schau doch! Ich habe Mutter und Schwesterchen ausgegraben. Sind sie nicht schön, die beiden? Sind wir nicht schön? Sind wir nicht schön? Aber ich schätze, was wir Toten nun tun, interessiert dich nicht mehr, richtig? Mein Kind! Du bist ja jetzt wichtig. Glaubt ihr es? Sie ist jetzt wichtig. Sie ist auserwählt. Auserwählt? Aber weißt du, was du in all dem Trara um Propheten und Läuterungen zu vergessen scheinst? Dass du schwach bist. Jämmerlich, wertlos und schwach. Das warst du damals, das bist du jetzt. Und das wirst du immer sein. Du und Leben retten. Lächerlich. Aber vielleicht tun wir dir ja schrecklich Unrecht. Wie wär's? Sag du's mir doch. Warum solltest ausgerechnet du die Lösung für alle Probleme sein? Warum solltest du etwas abhalten können, was der Menschheit schon seit Jahrtausenden widerfährt? Du! Ich weiß es nicht, Fati. Richtig! Weil du ein verdammtes, dummes Drecksbalg bist! Ein mordendes, dummes Drecksbalg! Nichts weiter! Ich weiß es nicht, Fati. Beim Namen des Schöpfers. Siehst du, wie unglücklich du mich machst? Du bringst mich zum Fluchen! Und schmutzig zu sprechen ist eine Sünde. So steht es in den Schriften des Schöpfers geschrieben. Dabei will ich dir doch nur helfen zu erkennen, zu sehen, dass das nicht du bist. Verstehst du? Das bist nicht du. Du bist nicht du. Und tief in dir weißt du es. Du weißt es. Du weißt es. Sag mir doch, Dummerchen, warum weigerst du dich also so sehr loszulassen? Wir waren einfache, fromme Bauern. Nicht die Sorte Familie, die Helden hervorbringt. Ist das so schwer zu verstehen? Dein Platz ist hier, im Reich der Toten. Also lass dich doch einfach fallen. Es ist nur am Anfang schlimm. Irgendwann ist es wie einschlafen. Bitte, mein Kind. Wir vermissen dich so sehr. Schwesterchen will wieder mit dir spielen. Spielen. Und wir, spielen. Wir zwei können wieder jagen gehen, wie damals. Einen dicken Elch erlegen und abends würde uns ein Teller deftiges, knusprig gebranntes Fleisch erwarten. Hörst du mir überhaupt zu? Hey, du darfst noch nicht gehen. Hörst du mich? Du bist doch schon hier. Warum also immer dieses Rennen? Hey, mein Kind! Verstehst du mich? 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 Verstehst du mich?
Verstehst du nicht? Hey, aufwachen! Schlechte Träume? Ja, wieder mein Vater. Jetzt ist er ja vorbei. Und wir haben Glück, dass wir noch einmal aufgewacht sind. Das Floß, auf den Koarek uns hat aussetzen lassen, war ungefähr so seetauglich wie ein Papierboot. Aber dem Zufall sei Dank hat uns eine Fischerin aufgelesen. Sie ist nach Dünenheim unterwegs. Und wir sollten bald ankommen. War ich lange weg? Ein paar Stunden. Dieser Zauber, den du da abbekommen hast, muss wohl ziemlich übel gewesen sein. Bei mir haben sie sich mit einem einfachen Schlag auf den Hinterkopf begnügt. Das war dann wohl Glück, schätze ich. Verstehe. Und hast du alles mitbekommen? Ich meine, das Gespräch zwischen Koarek und Arantea? Habe ich. Dieser Kerl hat wirklich zu viel Friedenskraut geraucht, wenn du mich fragst. Aber das sehen die Tausenden, die ihm folgen, wohl anders. Als wären die Hohen nicht schon Bedrohung genug. Jetzt haben sie auch noch einen selbsternannten Heilsbringer, der ihnen Rückenwind schenkt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich wirklich verstanden habe, was zum Henker dieser Koarek von uns will. Naja, er denkt wohl, dass die Läuterung der nächste Schritt der Evolution ist. Wir werden zu höheren Wesen, einer neuen Seinsform sozusagen. Und den roten Wahnsinn hält er für das Ergebnis von Religiosität und dem damit verbundenen Starrsinn. Und ja, es klingt verdammt absurd. Ich schätze, man sieht wohl immer das, was man sehen will. Das bedeutet dann also? In Reinstform. Der Fischerin nach sind sogar schon die ersten Kriegsschiffe in Dünenheim angelegt. Der Großteil ihrer Flotte kommt vermutlich erst in einem Mond oder so an, aber dennoch. Enderal ist darauf nicht vorbereitet. Ganz und gar nicht. Die meisten Gardisten haben noch nie gegen jemand anderes als ihre Trainingspuppen oder ein paar Diebe gekämpft. Von all den ungeschützten Dörfern mal ganz abgesehen. In anderen Worten, wir sind ziemlich am Arsch. Und danken wir erstmal dem Zufall, dass wir noch leben. Wenn Tara nur gewusst hätte, wie wichtig du wirklich bist, legen wir jetzt vermutlich mausetot im Dung ihrer Pferde. Erstmal solltest du nach Ark zurück, am besten von Dünenheim aus mit dem Myraden. Sprich doch mal mit der Fischerin und frag sie, wie weit es noch ist. Was sind nun deine Pläne mit dem Krieg? Erstmal werde ich meinen Lohn einstreichen. Gleich der Umstände, wir haben unsere Mission erfüllt. Und danach? Ich weiß es nicht. Krieg ist wirklich eine andere Dimension. Und als Fleischpfütze unter einem Kriegshammer zu enden, war nie Teil meiner Zukunftsplanung. Also willst du das weitersuchen? Jetzt abzuhausen wäre feige. Du bist ein Teil des Ganzen, ob du es willst oder nicht. Also wirst du das weitersuchen? Ich weiß es nicht. Der Orden mag auf Enderal mächtig sein, aber lächerlich im Vergleich zu den nerimesischen Armeen. Andererseits macht es, wenn die Hohen nicht aufgehalten werden, keinen Unterschied, ob ich zum Zeitpunkt der Läuterung auf Kile oder Enderal bin. Und vielleicht... ach je, wo bin ich da nur reingeraten? Ich schaue mich um und komme mir vor wie in einem verdammten Theaterstück. Fehlt nur noch die Romanze. Ich habe irgendeinen Platz in deinem... Habe ich irgendeinen Platz in deiner Erwägung? Mir wärst du als Rückendeckung jedenfalls lieber als auf irgendeinem Strand im Café. Wobei der Sandstrand meinem Wohlbefinden vermutlich zuträglicher ist als eine Mission mit dir. Du ziehst Ärger ja förmlich an. Das hast du schon mehrfach bewiesen. Weißt du, eine Frage ging mir bei dem ganzen Theater von Zyklus und Ende des Lebens nicht aus dem Kopf. Hat die Menschheit es eigentlich verdient, gerettet zu werden? Nein. Ich meine... haben wir die Welt wirklich besser gemacht? Nein. Was haben wir der Geschichte gebracht, außer Blutbäder und Kriege über den wahren Gott und die richtige Sicht auf die Dinge? Und selbst jetzt, wo wir eigentlich einen gemeinsamen Feind haben sollten, schaffen wir es nicht, an einem Strang zu ziehen. Das ist doch armselig, oder? Ja. Meine Güte, ich höre mich ja an wie der letzte Zyniker. Lassen wir das lieber. Geh du nun erstmal mit der Fischerin reden, wir sehen uns dann. In Ordnung. Lassert dich eigentlich irgendetwas? Du wirkst irgendwie ein wenig anders. Du bist wirklich neugierig, weißt du das? Ein bisschen. Aber ja, es gibt da etwas. Von dem Offensichtlichen mal abgesehen. Es geht um meine Schwester. Adila war ihr Name, richtig? Was ist mit ihr? Ich hatte dir ja erzählt, dass wir seitdem...
geschehen ist, kaum noch miteinander reden. Ich wollte das ändern und deshalb war mein Plan, sie vor Beginn dieser Mission beim Bund der Apothekarii im Nordwindgebirge zu besuchen. Aber sie war fort. Einfach verschwunden, als ob sie geflohen wäre. Und niemand hat den leisesten Schimmer, wo sie hin sein könnte. Deshalb mache ich mir Sorgen. Vermutlich unberechtigt, ich weiß. Aber dennoch. Okay, Bennett, jeder Tag wie der letzte Teil 3. Wie paar Meter schickst du mich zu ihr? Okay, verstanden. Ihr seid wach? Halbwegs erholt? So gut es geht. Danke für eure Hilfe. Ich habe nur getan, was jede andere wegestreue Endraleerin auch getan hätte. Euer Kumpan hat mir erzählt, was uns blüht. Krieg. Es fällt mir schwer zu glauben. Der Orden wird die Nerimesen zurückschlagen. Macht doch keine Sorge. Ihr solltet euch jedenfalls wappnen. Vermutlich werden die Küstenstädte wie Dünenheim zuerst attackiert. Sehr beruhigend, das zu hören. Aber ich schätze, in Dünenheim sind wir gut dran. Solange das Tor zur Kaverne geschlossen ist, gibt es so gut wie keine Möglichkeit für sie, die Höhle irgendwie zu stürmen. Was natürlich nicht für die Plantagen und Minen gilt. Oh je, was für ein Chaos. Ernsthaft, diesen Nerimesen ist doch wirklich nichts mehr heilig. Jahrtausende lang hat zwischen den Ländern der zivilisierten Welt Frieden geherrscht und jetzt sowas. Ketzer sind das doch allesamt. Sollen sie im Sonnenfeuer brennen? Am besten ihr ruht euch noch ein wenig aus. Ihr seht nach wie vor mitgenommen aus. Ich wecke euch, wenn wir anlegen. Wir werden unser Bestes geben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber jetzt im Moment würde ich mir wünschen, die Garde hätte ja die Hosen an und nicht diese Aufpasser. Die wissen wenigstens, wie man einen Krieg führt. Naja, ihr solltet so schnell wie möglich zum Orden zurückkehren. Und zeigt diesen nerimesischen Ketzern, wessen Land das hier ist. Werden wir. Und noch einmal danke für eure Hilfe. Wie gesagt, keine Ursache. So. Hier wären wir auch wieder in Reichweite der Teleportrunen. Ich werde mich gleich nach Ark aufmachen. Wir sehen uns dann dort. Okay. Und ich starte 2 Seelen Teil 3. Kalia im Tempel suchen. Ich sag's ja immer, ich hab keine Ahnung, wie es der Kerl zum Captain geschafft hat. Hat er eigentlich irgendwas drüber gesagt, was wir wegen dem Mast machen werden? Nö, Wasser. Das hier ist Nebelhain als Wrapp. Ich bin hier in Dünenheim, hieß es, ne? Und wo ist Dünenheim? Küste, Quellwacht, Dünenheim, Grandturm von Dünenheim. Hier hinten bin ich. Kohle, um den zu kitten, ist ja sowieso nicht genug da. Scheiße, dieser verdammte Sturm, echt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir blöd genug waren, um da geradewegs reinzufahren. Was heißt da blöd? Ahoi! Selbst der Artekaon hat gesagt, dass es sicher ist. Weil sich sein Räumer nicht gemeldet hat? Sag bloß, du glaubst diesen Schwachsinn wirklich. Bisher hatte ich immer recht. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Julias Haus? Pulverwüste, das führt zur Pulverwüste, okay. Aufpasserin. Abenteurer gesucht. Für eine Mission besonderen Charakters bei Interesse ruft Marcus Tabacus. Studierter Alchemist der Sneeshin Akademie der Arkanen Künste. Manfreds Vermächtnis. Tyrannischer Matrose. Ja? Sumak Salzschlaf. Ja? Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Wunder der Unendlichkeit sehen. Dein Weg führt dich fort von unserer ja? Welt in die ewigen Freiheit.
Was ist eure Geschichte? Wie kommt ein Kilianer nach Dünenheim? Tja, so wie viele Menschen hierher kommen, schätze ich. Irgendwie. Ich bin als junger Kerl nach Enderal gekommen, weil ich mein Land einfach nicht mehr ausstehen konnte. Hab hier und da ein wenig gearbeitet und dann begonnen als Tagelöhner für die Sichel zu arbeiten, bis die mich schließlich mit einer Karawane hier nach Dünenheim geschickt hat. Und tja, irgendwie bin ich wohl hängen geblieben. Ihr konntet jetzt nicht mehr ausstehen? Warum? Was gefiel euch an Klee nicht? Lasst mich nachdenken. Alles? Meine Landsleute, sie fühlen sich so großartig mit ihren bunten Kleidern, Handelsimperien und Zuckerrohrplantagen. Aber letzten Endes hat ihre Kultur nur einen einzigen Inhalt. Und der ist Kohle scheffeln. Fressen oder gefressen werden, das ist die einzige Regel, die in Unil'jar gilt. Auch wenn die Barden und Dichter ihr Bestes geben, einen vom Gegenteil zu überzeugen. Es ist einfach so, ich weiß nicht, leer, sinnlos. Und klar, das klingt jetzt komisch aus dem Mund eines Schankwirts in einer Schürferstadt. Aber so rau die Leute hier sind, am Ende des Tages haben sie doch so etwas wie Anstand. Und wie läuft das Geschäft? Ihr meint das hier und da mal ein Glas Schnaps an Schürfer verkaufen Geschäft? Ihr werdet lachen. Aber seit diese verrückten Gelbröcke in das Land eingefallen sind, läuft es besser als je zuvor. Die Leute haben Angst und trauen sich nicht mehr auf die Plantagen oder in die Minen und kommen stattdessen hierher. Ist aber ein trauriger Erfolg. Was passiert nur mit dieser Welt? Ich dachte, selbst wenn's Feuer vom Himmel regnet, Enderal bleibt davon verschont. Anscheinend nicht. Will was trinken? Klar. So, wie viel Groschen hat der? 1040. Okay. Seid vorsichtig draußen. Die Schürfer meinten, es kommt ein Sandsturm auf uns zu. Spieltisch. Aufpasser. Ich will gern irgendwo was verkaufen. Öffnen Dünenheim. Hallo. Keine Dummheiten. Ja. Ich suche Händler. Ach, ja. Ja? Hehlerin. Hm? Ich suche Dämmerblumensaft. Habt ihr welchen? Dämmerblumensaft. Ziemlich ausgefallener Wunsch. Aber heute ist euer Glückstag. Ich habe welchen da. 110 Groschen für ein Fläschchen. Akzeptiert. Das freut mich doch zu hören. Bitte sehr. So. Wer denn Dünenheim bei den Hehlern der Bewusstsein zu kommen? Hm? Ich hatte jetzt gehofft gehabt, ich könnte ihr Sachen verkaufen. Für was waren die Quest? Dünenheimer Stahlschwert. Sinestra Breitstahl. Gibt's hier den Händler? Bleibt fern von der Pulverklippe. Auf Geheiß des heiligen Matrosenscheiß wird jedem windestreuen Reisenden dringlichst davon abgeraten, sich zur alten Minensiedlung der Pulverklippe oder in dessen unmittelbare Umgebung zu begeben. Wirkliche Gefahren umfassen lebende Titten, Knochenreißer, Tod von kann ich nicht lesen. Okay. Gibt's hier den Händler? Dünenheim Gefängnis. Aufpasser. Geht weiter. Ich suche einen Händler. Irgendjemand wird mir doch wohl hier meinen Scheiß abnehmen wollen, oder? Pulverwüste. Komm, dann gehen wir raus. Okay, diesmal jetzt länger. Blink. Musik.
rumzustehen und zu glotzen macht es nicht besser. Geht weiter. Das werde ich ganz sicher nicht. Ich habe ein Vermögen gezahlt, um hier ankern zu dürfen. Und ihr werdet mir sagen, was hier vor sich geht, sonst... Sonst was? Sonst werde ich die Arkagade alarmieren. Viel Erfolg. Jetzt zieht Leine. Was? Gehen wir, Liebster. Du hast doch gehört, was der Kapitän gesagt hat. Dunheim ist immer noch Enderal. Und Enderal steht unter dem Gesetz des Ordens. So eine Wegelosigkeit werde ich nicht tolerieren. Was interessiert es dich denn, was in diesem Haus vorgefallen ist? Wir sind hier höchstens noch 2 Tage. Und jetzt pst. Geht weiter. Was ist hier passiert? Geht euch genauso wenig was an wie den gepuderten Affen vorher. Zischt ab! Ich bin kein Schaulustiger. Lass mir einfach helfen. Raubmord und die Georgien. Nein, ich versuche. Vielleicht kann ich ja helfen. Wie selbstlos von euch. Aber wir haben das unter Kontrolle. Danke. Geht euch genauso wenig was an wie den gepuderten Affen vorher. Zischt ab! Ich bin aber kein Schaulustiger. Wie selbstlos von euch. Aber wir haben das unter Kontrolle. Danke. Geht euch genauso wenig was an wie den gepuderten Affen vorher. Zischt ab! Raum, Mord, unzüchtige Orgien. Mord. Ist euch das hier ein paar Informationen wert? Na schön. Es muss gestern Nacht passiert sein. 2 Tote, ein Gefährtenpaar. Ich kannte sie sogar vom Sehen. Craig und Sira. Eine legendäre Scheiße, das sage ich euch. Und wir haben keine Ahnung, wo wir mit der Suche nach dem Schwein, das das getan hat, anfangen sollen. Was macht euch sicher, dass ein Mord war? Sie könnten natürlich auch beide gleichzeitig gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand geknallt sein. Und dann sind 2 Küchenmesser vom Regal gefallen und haben den beiden die Kehlen aufgeschlitzt. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Ach, kommt häufiger vor, als du glaubst. Was könnt ihr mir über die Opfer erzählen? Craig und Sira Kupferhammer, beide in Dünenheim geboren. Er schürft, sie hilft dem Kilianer in der Kneipe. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu erzählen. Ah, Craig hat einen Bruder, Darius. Er ist Matrose, also... Weiß ich nicht, ob er gerade im Ort ist. Könnte der rote Wahnsinn eine Rolle dabei spielen? Der rote Wahnsinn? Ach, richtig. Möglich ist, wobei wir bislang wenig Fälle hier in Dünenheim haben. Kann ich mir das Haus einmal ansehen? Tut das, aber ich hoffe, ihr habt einen starken Magen. Die anderen Wachen haben alles an Spuren gesichert, was es zu sichern gab. Also könnt ihr euer Glück versuchen. Auch wenn ich meine Zweifel habe. Blut im Sonnen. Okay, Craig und Sira Puppa haben das Haus nach Hinweisen gefunden. Machen wir mal. Craig Puppa. Schuldschein. Bergmannstiefel zerstößt mit Kleider. Brauchen wir nicht. So, vielleicht erst an. Erst einmal den Schuldstein hier lesen. Aktueller Schuldenstand 432 Groschen. Wir meinen es ernst. So ein Spiel 1, 2. Ist hier noch einer?
Ja, ich möchte das lesen, hallo. Mir ist durchaus klar, was ich von dir verlange, aber glaub mir, wenn ich in meinem ganzen verfluchten Leben einmal etwas ernst gemeint habe, dann jetzt. Der alte Leuchtturm 2 Stunden vor Mitternacht, alleine. Und? Irgendwas gefunden? Ja, ich glaube, ich habe da was. Ach! Ein Schuldschein scheint, als habe der arme Kerl bei irgendwem in der Kleide gestanden. Ach was. Ich kenne diese Handschrift. Das ist Karimeas. Interessant. Habt ihr noch was gefunden? Ja, das hier habe ich in einem Versteck gefunden. Zeigt. Tatsache. Ihr seid wohl doch kein Aasgeier. Habt ihr noch was gefunden? Nein, das war alles. Verstehe. Was haltet ihr von Folgendem? Die Dünenheimer Wache ist gerade schwach besetzt. Ist ungünstig, aber dieses ganze Chaos in der letzten Zeit fordert langsam seinen Tribut. Kaum noch Kaufleute legen hier an. Die wenigen erwarten von uns Wachen sogar Schutz beim Scheißen, so wie der Schnösel vorhin. Aber trotzdem können wir hier keinen messerschwingenden Wahnsinnigen frei rumlaufen lassen. Wie wär's also? Ihr findet den Mörder und wir entlohnen euch. Es wird gefährlich, aber ihr seht aus, als könnt ihr auf euch aufpassen. Gut, wieso nicht? Ein bisschen kleiner kann ich schaden. In der Tat nicht. Kommt zu mir, wenn ihr mehr herausgefunden habt. Ich bleibe hier in der Nähe. Wer ist diese Karimea? Eine Händlerin. Vierschrötig, schlitzohrig. Hatten schon mehrmals Ärger mit ihr. Auch wenn ich mir schwer vorstellen kann, dass sie hinter dem hier steckt. Irgendeine Ahnung, wo dieser alte Leuchtturm sein könnte? Ja, ziemlich genau sogar. Folgt einfach der Küste Richtung Westen. Dann dürftet ihr darauf stoßen. Ist zur Zeit der Abschottung verlassen worden, also passt auf. Wer weiß, was sich da für Getier rumtreibt. Okay. Dann fangen wir mit der Händlerin an. Geht weiter. Würde ich sagen, mit der Händlerin auf jeden Fall. Ahoi! 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 Was? Kann ich ihr auch irgendwas verkaufen? Was wollt ihr? Ihr seid Karimea, richtig? Der Spürfer Kreik hatte bei euch Schulden. Könnte man so nennen. Auch wenn er es wohl eher als Geschenk betrachtet hat. 2 Jahre und ich habe keinen Groschen wieder gesehen. Das muss euch wütend machen, ne? Spart euch die Andeutungen und sagt, warum ihr hier seid. Craig und seine Gefährten sind tot, ermordet. Wundert mich nicht. Besonders betroffen wirkt ihr ja nicht. Sollte ich? Er war ein Schuldner und ein Narr. Craig. Der Kerl übertrifft alles, was ich an Dreistigkeit je erlebt habe. Beteuert mir heulend, dass er kein Geld hat. Und am nächsten Tag kauft er seine alten Schmuck aus Ark. Euch ist klar, dass ihr einer der Hauptverdächtigen seid? Ach, darum geht es. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber da seid ihr mächtig auf dem Holzweg. Ich habe mit Craigs Tod nichts zu tun. Und wenn ihr 1 und 1 zusammenzählen könnt, glaubt ihr mir das auch. Erstens, ein toter Schuldner bringt mir nichts. Zweitens, ich bin mit Sicherheit keine Priesterin, aber ich bin auch keine Mörderin. Ich gebe Kredite und erwarte sie mitsamt Zinsen zurück. Und das war's. Ehrliche Arbeit. Nur, dass eure Schuldner verprügelt. Nur, dass ihr eure Schuldner verprügelt, wenn sie nicht zahlen. Wenn nicht ihr, wer war's dann? Ich habe nichts außer euer Wort. Ihr kommt mit in eine Zelle, bis wir den Mörder gefunden haben. Wenn nicht ihr, wer war's dann? Keine Ahnung. Und es interessiert mich nicht.
Nur, dass ihr eure Schulter verprügelt, wenn sie nicht so. Glaubt ihr, das läuft bei diesem Kaspar Silren in Ark anders? Ihr habt noch viel zu lernen. So, ich habe nichts außer euer Wort. Ihr kommt mit in eine Zelle, bis wir den Mörder finden. Ihr meint das wirklich ernst? Nein, werde ich nicht. Und jetzt zieht Leine. Kann ich die verprügeln? Keine gute Idee. Okay, verprügeln, keine gute Idee. Die wollten schon alle auf mich losgehen. Ich dachte, die arbeiten mit den Aufsehern. Ich dachte, die stehen hinter mir. Da kamen alle auf einmal an. So viele rote Punkte. Eiserner Wille. Haben wir fertig. Was ist das? Eiserne Jungfrau? Stufe 2 wirkt 7 Sekunden lang. Für einen kurzen Zeitraum werft ihr jeglichen erlittenen Nahkampfschaden auf eure Feinde zurück. Was war das? Schnelle Reflexe und Entkräftung. Wenn zu viele Questziele vor dem Körper ist, schon. Also richtig erleuchten tut die Fackel hier jetzt gar nichts. Ne? Schuldschein. Okay, ich kann mich nicht in das blutige Bett legen oder sonst mich irgendwie an irgendwas. Okay. Ich mich einfach hinlegen. Machen wir 6 Stunden draus. Sieht auch schon heller aus. Was ist das denn für ein Statue? Von der Pulverwüste hier nur am Dings. Kein Hacker.
noch ein Reißer. Zu essen. So, Kohlsuppe, ein Stück haben wir noch. Wir haben noch eine Tomatensuppe. Wir gönnen uns mal die Tomatensuppe. Ich wollte hier so oder so mal hin. Aber uns fehlen noch ein paar Orte zu erkunden. Eigentlich, wenn
die Pulverwüste das nächste Gebiet wäre, wo wir hin sollten, sind wir hier dann, da ist der noch einer. Die zwei von den Dingern. Aufpasser, könnte deine Hilfe gebrauchen. Bewegt sich auch. Okay, die haben ihn erledigt. Aber voll süß, wie der hier auch ist. Auch lieber zu tun. So, was mit dem Aufpasser? Wo ist er hin? Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Wo die beiden Aufpasser hin? Hat er die irgendwie mitgezogen? Ich werde das erste Mal. Schreitet wohl! Fliegen. 25 Groschen, ich bitte mit dem Migranten. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Arg außen, Flussheim, Grenze des Herzens. Ach krass. Kann man direkt so alle auswählen? Arg. Schwerter sind schneller als Äxte und Äxte sind schneller als Streitkolben und Kriegsbeutel. Ah, hier oben. Okay. Schreitet wohl! Nein! So ein Depp bin ich. Mister? Talgard wurde 6136 nach St. So, wo haben wir... Da haben wir das Ding. Das muss ich
einiges verkaufen. So, die Dinger, den Knochenreißer behalten wir. Die Dinger, das. So. Die Dinger. Das kann weg. Das. Das. Das kann weg. Die können wir noch irgendwie verkaufen. Müssten wir alles nachher irgendwie verkaufen. Jetzt sind wir aber erstmal langsam. Meine Meinung will ja keiner hören. Datteln, Äpfel, Orangen, nur das Beste aus endraleischem Boden. Alles für den Freund der wegestreuen Magie. Erstmal gucken, was wir ihr verkaufen. Und hoffen, dass schreitet wir wohl. Aber immer doch. Wenigstens hat sie Geld. So, Gewürzbein. So, was haben wir hier noch? Und schreitet hier kann wohl. Ich davon nichts verkaufen, an wem? Obst, frisches Obst. Kommt zu Madame. Kauft Fisch. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ja, ich werde verkaufen. Der hat noch 720. Okay. So, was kann ich nun noch andrehen? Das wird er sich nicht leisten können. Einen davon. Hier wird er sich nichts leisten können. Hat er vielleicht irgendwas, was wir gebrauchen können? So, warte mal. Fingerfertigkeit hätte er. Schlösserknack-Experte. Einhandkampf. Aber wir gönnen uns nicht genug einen Groschen. Ah, verdammt, okay. Fernkampfmeister, leichte Rüstung. Hat er sonst noch irgendwas? Erzählung des Wanderers, der Seraph, der blinde Spürer, die Arschlöcke. Reitet wohl. Ah, wir können wegen wieder schneller laufen. Immerhin. Obst, Gemüse, frisches Brot, alles frisch und ah, willkommen, so, dies und das. Schaut einfach selbst. So. 800, hat man. Okay, hier haben wir nichts mehr für ihn. Ich hoffe, dass... Aber mir juckt die Nase, sorry. Ornat des Mysteriums. Den könnte sich nur leisten. Okay, schreitet mehr kann er jetzt auch nicht mehr.
Dann noch zur Goldenen Sichel, da können wir den Rest dann verkaufen. Dann können wir das alles einlagern danach bei der Bank. Ja. Los. Mal dies und das. Schaut am besten einfach selbst. Okay, mach ich. Genau, hier hatten wir nichts mehr. Hier, Stahlharnische. So, sonst. Den hier, das, das. Das, das und das. Schreitet wohl. Auch ihr. So, wie viel Groschen haben wir jetzt? 2167. Könnten wir einzahlen. Schreitet wohl. Mal gucken, wie viel Geld wir dann bekommen. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten... Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Natürlich. Wir haben da bis jetzt 7405 und wenn wir jetzt den Rest noch einzahlen... Natürlich. Maximal Zinssatz pro Tag 250. Durch Zinsen 250 kriegen wir, durch Anteile 6 Groschen. Also 256 Groschen kriegen wir am Tag. Schreitet wohl und vergesst nicht. Bei so, okay, interessant auf jeden Fall. Warte mal. Da waren noch 32 Groschen. So, aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Oh,